Willkommen zurück zu Deutsch, wo ihr sagt, meine Freunde, im letzten Part wollte Sun Tzu nach Xuchang aufrechnen, um Cao Zi so ordentlich zu bashen. Aber er wurde auf keinen Fall Xu Gong, ein Bündnispartner von Cao Zi. Und der war nicht allein. Also Xu Gong wollte dann erstmal Sun Tzu umbringen, weil er ihn für einen Tyrann hält, der einfach nur alles erobern will und das Land in Chaos stürzen möchte. Aber er war dann wirklich nicht allein, also Xu Gong ist sein Plan ist in die Hose gegangen, der Attentat hat nicht funktioniert, aber ja, trotzdem war noch ein anderer Kollege am Start, nicht Ganji, ein dunkler Zauberer, ein Mystiker, der Sun Tzu dann verflucht hat. Und dieser Fluch nimmt langsam dramatische Züge an, denn er verschlimmert sich und verschlimmert sich und verschlimmert sich und jetzt liegt Sun Tzu schon im Sterbebett und es wird wirklich immer, immer und immer schlimmer. Jede Sekunde zählt, wenn wir ihn noch retten wollen. Wir müssen Ganji selbst besiegen und seinen Zauber ein Ende setzen. Das tun wir, indem wir nach Luoyang gehen, denn hier muss er sein. Denn das Schlachtfeld, wo wir jetzt gleich hin marschieren werden, das ist Luoyang. Das kann man schon am Bild sehen. Gut, der Sieg über Ganji. Besiegen Sie Ganji, um Sun Tzus Leben zu retten. Nutzen Sie die Tapferkeit von Wu, um Ganjis Zauber ein Ende zu setzen. Gibt es eine spezielle Bedingung zu erfüllen? Die Quelle der Zauberei abzuschneiden und Sun Tzu zu retten, hat Auswirkungen auf die Schlacht von Hefei. Okay, wir müssen nicht nur Ganji besiegen, sondern auch die Quelle der Zauberei abschneiden. Okay. Natürlich auf Chaos. Sun Tzu wurde auf eines Angriffs von Xu Gong, ein Bündnispartner Cao Zis. Es gelang dem Offizier, die Angreifer zurückzuschlagen, doch während des Kampfes wurde Sun Tzu verletzt. Sun Quan, der von Sun Tzu zum Anführer bestimmt worden war, beriet sich mit Zhou Yu. Sie waren sich einig, dass es am wichtigsten war, Sun Tzus Leben zu retten und entschieden sich gegen den Einmarsch in Xuchang. Sobald sie von den Geschehnissen gehört hatte, eilte Sun Tzus Frau Daqi auch voller Sorge um ihren Mann zum Lager. Eine unbekannte Krankheit befiel Sun Tzu und er wanderte auf einen schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Zhou Yu fand heraus, dass die Erkrankung vom Zauberer Ganji verursacht worden war, der während ihrer letzten Schlacht aufgetaucht war. Um den Fluch zu brechen, machte man sich umgehend auf den Weg vor dem Ort, an den Ganji zurückgezogen lebte. Zhou Yu, Sun Quan, Dachio und Taishi Si nehmen also den Weg in die verzauberten Lande auf sich. Sie wollten Sun Tzu keinesfalls verlieren, dies gemeinsame Ziel schweißte sie zusammen. Die Tapferkeit und Weisheit des Haus Wu sollte durch einen mysteriösen, eigenartigen Feind auf die Probe gestellt werden. Jo, haben wir die Auswahl zwischen Zhou Yu, Sun Tzus besten Freund, Sun Quan, der jüngere Bruder von Sun Tzu, und Taishi Si, der damals von Sun Tzu besiegt worden war. Er will ihn natürlich auch wieder retten, denn seine Ehre steht auf dem Spiel. Und das hier auch natürlich. Sun Tzus Frau. Und die werden wir hier auch nehmen, weil die ist so besorgt. Ne? Die müssen wir jetzt einfach unterstützen. Ganz klar. Gut, ich spiele sie mit kaltes Herz und Abwehrboost. Einfach damit wir mehr Abwehr haben. Das hier ist ein sehr schwacher Charakter. Aber nichtsdestotrotz. Okay. Wir spielen mit zwei verschiedenen Waffen. Ach so, ja, hier. Die Pugile Sticks, so hießen sie in Dice Wars 7 Empires. Hier, 32 Maximalangriff, yes! Schwächste Waffe vom Spiel! Ist das nicht geil? 32 Maximalangriff mit der fünften Waffe! Soll ich euch mal zeigen? Lubu und so? Pass mal auf. Speere, Hellebarde, erste Waffe. Turmstopper, 25 Angriff, yes! Erste Waffe von Lubu fast so gut wie die fünfte von Dachio. Warum nicht? Ja, und hier die fünfte Waffe von Lubu, 66, ja. Warum nicht, ne? Oh Mann, wie krass. Moment. Nehmen wir auch richtig Fächer wieder hier rein. Fächer der neuen Himmel. Moment. Der Jubel, den nehme ich. Ja, der Fächer der neuen Himmel, der erinnert stark an Dachios frühere fünfte Waffe. Das sah nicht so ähnlich aus. Früher hat sie auch so einen Fächer gehabt. Heutzutage hat sie so Pugile Sticks. Seit, wenn ich mich nicht täusche, Dice Wars 7 Empires. Ja. In Extreme Legends hatte sie die, glaube ich, noch nicht. Gut, dann legen wir los. Retten wir Sun Tzu. Jede Sekunde ist wichtig. I'm ready to take the fight to the enemy.
Da sind wir! Schauen wir uns mal um, erstmal im Lager hier. Ich bin hier, weil ich zurzeit so bewundere. Ich darf nicht zulassen, dass ein so großartiger Mann an solch einem Ort stirbt. Gandhi, du verruchte Bestie! Ich werde dich in Stücke reißen! Ja, scheiße, ich sehe. Das will ich sehen, wie du das mit deinen zwei Keulen machst. Die sind so stumpf. Die sind so stumpf. Wie willst du denn einen mit in Stücke reißen? Na gut, lass mal die Logik außer Acht. Boah, ich fürchte mich nicht vor Gonjis Magie irgendwie so. Tu alles, um Lord zu helfen, irgendwie. Okay. Möchte heißt ich sehe und Lord Zuzu war ein guter Übungspartner. Er muss darüber wirklich sehr verärgert sein. Genau das, was ich schon sagte. Was haben wir denn da noch für einen, hä? Was soll man tun, wenn man das mit Magie alles Zauberers zu tun hat? Ich fürchte, darauf weiß ich keine Antwort. Okay. Oh Mann, ja, wer weiß es schon, ne? Wer kann einen Zauberer berechnen? Er bat mich, von jetzt an zu übernehmen. Aber ich kann mir den Wuchclan ohne meinen Bruder nicht vorstellen. Ich werde nicht zulassen, dass mein Bruder stirbt. Ich werde den Fluch brechen. Mach das, Sun Quan. Ich werde dir auf jeden Fall helfen. Ich bin immerhin Sun Tzus Frau. Mein Bruder liegt noch immer im Delirium, aber ich muss Gachi besiegen, um meinen Bruder zu retten. Jeder will zu sie retten. Mann, hat er viele Friends. Friends and Family. Doch sie. Gachi soll die Magie einsetzen, um die Kontrolle über den Körper anderer zu erlangen. Es muss mental sehr gefestigt sein, wenn du ihm gegenüberstehst. Okay, das erklärt vieles. Gachi kann sie in andere Körper einflößen und deswegen erzeugt er diese Phantome und spezifische Sachen immer, ne? Also, der kann richtig die Ängste aus einem herauslocken, kann man schon fast sagen. Echt krass. Auch geil gemacht. Naja, zu Gachi komme ich gleich, ich habe ihn nie informiert. Schwester, wie geht's uns, Sir? Ich weiß nicht, er liegt noch immer im Delirium. Schmerzerfüllt rief er ihn namen Gachi. Keine harmlose Verletzung. Gachi muss ihn mit einem Fluch der Taoisten belegt haben. Ein Fluch, oh nein! Nein, das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, wenn derjenige, der den Fluch verhängt, niedergestreckt wird. Da wird auch der Fluch aufgelöst. Wenn wir also Gachi töten, ich verstehe, ich komm mit. Ich kann das nicht erlauben, das ist zu gefährlich. Ich komm mit! Du und dein Ehemann. Ja, ihr erinnert euch sehr. Wenn er sich zu etwas entschlossen hat, gibt's kein Zurück. Verstanden? Tja, dann komm mit, wenn du suizidgefährdet bist, ne? Aber chill dein Leben. Okay, let's go! Lass mal erstmal ausreden hier. Und dann gebe ich meinen Senf ab. Ja, ja, der Gachi. Der Gachi! Okay. Dice Wars 8 ist ja, heißt er ja Gachi. Eigentlich ist er ja Yuji. In allen anderen Dynasty Warriors hieß er Yuji. Und hier ist auf einmal Gachi. Und ich habe mich informiert, Wikipedia. Es gibt wirklich Gachi. Wird aber nicht immer erwähnt. Folgendermaßen hat sich das abgespielt, es gibt wirklich Yuji. Also Yuji war irgendwie so ein Taoist, der lebte in dem Bereich, wo Sun Tzus reich war, ne? Ging doch rum, hatte so seinen Anhänger, war ein Taoist, hat so seine Lehre verbreitet, ne? Und so seine Predigten oder was auch immer. Und dann wurde Sun Tzu irgendwann mal dahin gebeten. Und Sun Tzu sollte sich das mal anschauen und Sun Tzu war überhaupt nicht begeistert von seinen Lehren und so und hat ihn dann töten lassen, ja. Hatte auch viele Anhänger und Heilmethoden und so. Viele hat er wohl geheilt, der gute Yuji, aber Sun Tzu hat ihn dann töten lassen. Und ja, er kam wieder. Und wisst ihr, wie er hieß? Wenn er wieder kam, also nicht nur Jesus ist wieder auferstanden, nein, auch Yuji und er hieß dann Gachi! Ja, Gachi ist praktisch der Rachegeist von Yuji. Und er will natürlich nur eins, Rache an Sun Tzu nehmen. Deswegen verbreitet auch hier diese ganzen Gerüchte, ja, Sun Tzu voll der Tyrann und so, ne? Weil er hat ja ihn immerhin töten lassen, obwohl er vielleicht nur ganz friedlich war.
Vielleicht hätte auch ein Aufstand angezettelt, wer weiß, aber ich glaube, der war wirklich nur ganz friedlich, der gute Yuji. Aber nicht alle Quellen sagen das so, ne? Also, das ist jetzt die Quelle Romance of Three Kingdoms, also in der Historie gab es das natürlich gar nicht. Da hat Xugong Sun Tzu getötet, da war Sun Tzu auf Jagd und Xugong hat ihn dann getötet. Aber wie gesagt, auch noch nicht bei den Romance of Three Kingdoms in dem Buch, nein. Nur ganz selten wird halt erwähnt. Ganz selten wird dieses Tor mit Ganji erwähnt. Normalerweise spricht man eigentlich immer von Yuji, aber trotzdem hat man sich dann hierfür entschlossen, den Ganji zu nennen. Ganji ins Spiel zu bringen. In Dynasty Warriors 8, Yuji gibt's hier nicht, gar nicht. Ich find's interessant. Aber da ist dieses Mysterium auch geklärt. Ich habe mich extra informiert, habe alles abgesucht. Wobei alles abgesucht. Einfach nur Wikipedia, ne? Aber ich hab gedacht, ich muss da richtig lange suchen, aber bei Wikipedia stand es, aber nur auf Englisch. Aber ist egal. Was ist das denn hier Schönes? Das zerstören wir doch mal. Pass mal auf. Was hat der da? Jetzt sehr gut. Bist bekifft oder was? Tee-Party. Tee-Party ohne mich. Ich will aber auch dabei sein. Okay, das scheint irgendwie ein Hinterhalt zu sein. Wir schauen da mal nach, aber auf jeden Fall muss man da hingehen. Denn was das war, dieser große Kessel, das war die Quelle von Ganjis Zauberei. Ja, definitiv wollte ich das dann natürlich ausschalten. Denn jetzt geht's sonst womöglich schon wieder besser. Aber wie ihr gerade gehört habt, sein Zauberei ist noch nicht ganz beseitigt. Dafür müssen wir erst Ganji wirklich töten. Den Rachegeist von Yuji. Es wird aber auch nicht in-game erklärt, ne? Also, es ist schon echt geil. Wo ich das erstmal gelesen habe, Ganji, ich dachte mir so, what the fuck is going on here? Aber jetzt weiß ich es wenigstens. Gut, Freunde. Dann rollen wir hier mal auf bei den komischen Phantomsoldaten. Oh my holy crap. Umzingelt werden wir hier. Und hier der Ex-Angel von Dachi. Oh yeah. Ja. Die Pugal Sticks. Ich mag die eigentlich. Nur die machen zu wenig Schaden. Aber hier so schöne Angriffe hat sie ja, ne? Hier den ganzen Schuss. Angefährt. Erinnert mich auch so ein bisschen an Nimiko aus Warriors Unterschied 2 und 3. Hier hat er aber die Amaterasus, wo sie rausgeschossen hat, und da kamen viel mehr Energiekugeln, hier nur so ein paar Feuerbälle. Aber alles in allem erinnert es mich schon ein bisschen an Mimiku, aber macht ja nichts, macht ja nichts. Müssen wir hier alle Befehlsnehmer der Einheiten besiegen, oder was sollen wir hier tun? Use mir mein Problem. Öffnet mir doch das Tor! Vielleicht muss ich nur ganz höflich klopfen. Klopf, klopf! Ey, nee, da habe ich da hinter mir den Befehlsnehmer der Einheit. Mann, macht's drauf! Ach, Stein, Schalosch! Sesam, öffne dich! Nichts klappt hier. Niemand will dieser reizenden Dame das Türchen öffnen. Türchen? Naja, kann man auch sagen, aber man sagt eigentlich Türchen. Na gut. Ja, Manometer, alles klar, der Peter. Es ist echt, es ist wirklich fies. Mensch, wie viele Phantomsoldaten denn noch? Oh mein Gott! Nicht, dass ich hier noch tödlich verletzt werde oder so. Ich habe ja schon mal in den Kommentaren gelesen, oh, Chaos Mode, traue ich mich nicht und so. Es ist wirklich nicht ganz so einfach, wobei ich stelle mich jetzt gerade sehr, sehr gut an. Wenn da wirklich einmal in Bedrulle kommst, irgendwie hat einer einen Waffenvorteil dann gegenüber dir, dann wirst du gleich auseinandergenommen, bist du ganz schnell tot. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, aber ein Musu bist du auch sofort weg im Chaos Mode, muss man echt aufpassen. Also leicht ist es nicht, definitiv nicht, ich traue mich da was. Kannst du vollkommen nachvollziehen. Der Chaos-Mode in Dynasty Warriors 8 ist sowieso schwerer als in Dynasty Warriors 7. Aber früher in Dynasty Warriors 3 Extreme Legends und 4 Extreme Legends gab es noch sehr schwer. Und den traue ich mich nicht mal, weil der ist einfach nur krank, der Modus. Sehr schwer geht gar nicht. Da sind die normalen Truppen so stark wie ein Offizier auf schwer. Das wird nicht mehr förderlich. Er schafft er hier auch Liu Yao und Yuan Shu, die Sutze alle umgebracht hat. Will er uns damit klar machen, dass uns ein böser Mensch war? Aktivieren wir mal hier den Musuzu, weil wir einen Waffennachteil haben. Oh yeah! So, come on, kill's hier. Ja, aber mal ganz ernst, Freunde. Liu Yao, der hat doch. Sollte jetzt mal hier. Ja, ich mach's mal. Liu Yao, der hat doch die Länder von. Von Sis Vorfahren eingenommen, also von Sujians Vorfahren sogar.
Also die mussten doch bestraft werden. Ich meine, wenn euch einer die PS3 wegnimmt, wie würdet ihr reagieren? Geil wär's nicht, oder? Irgendwie müsstet ihr die dann ja auch bestrafen. Also ich finde, das ist Aktion weder tyrannisch noch machtgierig. Also das wurde ihnen ja weggenommen. Das war ja seins. Das war sein Land. Sondern nur wieder zurückerobert. Also da kann ich dich nicht verstehen, Ganji. Wenn du sauer auf Sunsir bist, musst du es nicht hier so jeden klar machen. Vor allen Dingen dann auch unbegründet hier. Also das mit Yambai Hu, Wang Lang und Liu Yao ist jetzt kein Argument. Ganz im Ernst. Man Barbaren. Ja, Liu Yao vielleicht jetzt nicht, aber Yambai Hu, Wang Lang. Und Su Gong war jetzt auch nicht unbedingt der Netteste, ne? Na ja, gut, er hat so reagiert wie Ganji, der fand das auch alles tyrannisch und... Ja... Und dazu kommt natürlich noch, dass Su Gong auch noch ein Bündnispartner von Cao Cao war. Und Cao Cao wollte Sun Tzu ja auch irgendwann aus der Welt schaffen, darum... Das kann man nicht sagen, also... Das sehe ich anders. Naja! Geht alle Bahn, Mann! Ich will hier weitergehen. Schick hier. Geil gemacht. Sieht schön aus hier. So ein Pavillon oder was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Ja, apropos, was haben wir hier? Sun Jian haben wir hier. Wie geil ist das denn? Wie episch. Was war denn hier? Will Ganji uns jetzt hiermit zeigen, dass Sun Cao noch am Tod von Sun Jian beteiligt ist? Der hier bei unserer Storyline gar nicht tot ist. Ja, das wäre schon echt krass. Und da hat er ja überhaupt nichts mit zu tun. Weil Sun Jian selbst wollte ja die Kampagne gegen Liu Biao starten. Aus folgendem Grund, weil Liu Biao nicht mitgemacht hat bei der Anti-Dongjua-Kampagne, obwohl er es erst zugestimmt hatte. Warum? Er wollte nur für die Allianz-Streitkräfte da handeln. Oh Gott, wenn uns das getroffen hätte, wären wir sofort down. Oh! Seht ihr's? Seht ihr's? Ein Treffer macht schon so viel Schaden. Wir haben Hals, Herz und Abwehrboost drin. That's crank. That's really crank. Ja, und der Fächer macht doch mal so gar keinen Schaden, ne? Weil es der Fächer ist und zweitens noch die vierte Waffe ist. Ja, die vierte Waffe. Mann, gebaten, Alter! Sun Jian? I hate you. I hate you from the bottom of my life. I hate you. Jetzt aber hier. Nein, jetzt kommt die Alte auch noch. Boah, auch Dachiao ist von den Toten wieder auferstanden. Nicht nur der gute Yuji. Auch die Dachiao. Ja, ist doch wahr, ey. Was soll die da noch machen? Der Sujiya, der geht immer end up. Ey, Einso Musu, du bist sofort down. Das ist der Chaos-Mod. Genau das ist das, was ich immer sage. Aber ihr wollt mir ja nicht glauben. Zumindest die, die das Spiel nicht kennen. Ich höre ja immer Dein Smash. Das ist ja so ein leichtes Spiel. Ja. Das sagen alle, die es noch nie gespielt haben. Vor allen Dingen, die den Chaos-Mod noch nicht gespielt haben. Da seht ihr es ja selbst. Ich konnte einfach nichts mehr machen, weil gelebt hat er sein Musu. Und wenn die Gegner im Chaos-Mode Musu durchkriegen, dann bist du sofort tot. Egal, wie gut du bist. Wie gut du skillst, welches Level du hast, bist immer down, wenn das alles trifft. Ja, da konnte ich wirklich nichts machen und der Fächer und Dachiao und so, ne? Das summiert sich dann nur. Ich meine, ich mache keinen Schaden. Das Ganze zieht sich nur unnötig. Kriegt den Sujia nicht weg. Ja, da geht's schon wieder los, ne? Schon wieder Musu hier benutzen, um zu kontern. Ja. LOL! Was soll ich denn machen, Mann? Was soll ich denn machen? Ey, nee, ey, der poundet mich jetzt mal nicht schon wieder, du. Das sage ich euch. Ich sag's euch sowas von, dass er mich jetzt nicht normal besiegen wird. So, da bist du gefangen, was? Jetzt gibt's noch hier Musu in your face. Ich muss gleich jetzt mal auf Lebenssuche gehen. Alter, was geht denn? Wie viel hält der denn aus? OP Sun Jian oder was? Bisschen overpowered bist schon, oder? Ja, ist klar, Alter. Das ist der Chaos Mode! Wie übertrieben ist der denn? Das geht doch gar nicht! Das ist mal richtig übertrieben, der Sun Jian. Ist er down?
Er ist down! Aber es ist ja auch noch aufgetaucht. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Jetzt darf ich mir hier schön Leben suchen gehen. Wie so ein Opfer, ey. Hat einer Leben? Ich bin voller Bettner. Alter! Ist das übertrieben mit den Sunjian? Da seht ihr es mal. Das ist einfach nur krass. Ja, ich krieg hier aber irgendwie nichts, ne? Ja, Leben, Leben, Leben. Yes! Leben! Komm her! Yes! 200 wiederhergestellt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, Joe Yu ist auch schon direkt bei Genshin, eine Kommandozentrale, wenn ich es mal so sagen möchte. Ja, echt krass, nur wir kommen nicht voran hier, weil ich zu blöd bin. Nee, im Ernst, ist sau schwer. Das hier ist ja auch sau schwach, hier die Werte und... Hier, die Werte. Einfach nur schlecht. Und das auf Level 75 ist halt grausam. Aber Sungwan hat's geschafft. Er hat Chiao besiegt. Ohne meine Hilfe. Ja, das hätte das hier auch nicht über sich bringen können, ihre eigene Schwester zu töten. Er ist ja nur Phantom, das weiß sie selber auch. Aber trotzdem. Ja, ja, Epic Fail, ich weiß. Was heißt Epic Fail? Da ging ja einfach nichts mehr. Dice Wars 7 hättest du ausweichen können, hier bist du gelähmt. Wenn der Gegner musst du matt. Das ist auch wieder ein weiterer Grund, warum der Chaos Mode Dice Wars 8 sau schwer ist. Wenn der Gegner musst du matt, dann kannst du echt nichts mehr machen. Kannst nicht mehr ausweichen. Finde ich ein bisschen bescheuert gemacht, ganz im Ernst. Weil da musst du wirklich immer so Musu parat haben. Und damit man kontern kann. Weil selbst dann, selbst der Konter bringt nie immer was. Ihr habt ja gesehen, also der Musu von Sujian war so lange, dass er mich danach trotzdem noch verwundet hat. Ey, das ist wirklich sehr krass. Aber du, gefordert werden wir hier. Ich will es jetzt aber schaffen beim zweiten Try hier. Macht dir nichts. Ja und, jetzt seht ihr wenigstens mal, dass ich, wenn ich mal failen sollte, auch nicht einfach dann das alles rausschneide und nochmal neu aufnehme. Nee, nee, das mache ich nicht. Das haben wir auch schon mal gehört. Alles schwachsinnig. Passiert nur nicht oft bei mir, so ein Fail. Weil ich es einfach kann. Das konnte ich selbst auch nichts mehr machen. Also wenn ich schon nicht hinkriege, dann kriegt es auch keiner hin. Nee, ich möchte jetzt nicht hier behaupten, dass ich der Beste bin oder so, aber einer der Besten. Nee, im Ernst. Wenn ich seitdem ich 6 Jahre alt bin, spiele, ne? So Dice Warriors Serie, dann werde ich wohl ein bisschen was drauf haben. Mehr als Zabelak jedenfalls. So. Na gut. Da gibt's wieder Leben. Yes. Komm schon, komm schon. Komm zu mir. Leben. Yes. Alles wieder hergestellt. Warum nicht er? Warum nicht er? Alles nur Doppelgänger. Es war nicht der echte Ganji. Oh mein Gott. Wo ist denn der echte? Da hinten? Sunze selber. Ja, wenn das mal kein Phantom ist. Sunze greift seine Frau und seinen jüngeren Bruder. Natürlich. Jetzt wird sie mehr unrealistischer hier. Und das wollen wir nicht glauben, Ganji. Sollen wir das dir wirklich glauben? Ja. Mit Sunjian war ja schon fast genauso unglaubwürdig. Aber das reißt dem Fass noch den Boden aus. Immer ganz im Ernst. Oh, der hält genau so viel aus wie Sunjian. Ja, der Sunjian wurde auch noch gepusht vom Spiel aus. Hatte verbesserte Werte gehabt. Das fand ich auch schon mal nicht geil. Ja, boah, der Schaden, das ist ja unfassbar. Wir machen gar keinen Schaden bei Sunze. Mann, ich will aber jetzt nicht Schaden machen, Mann. Geh nach Hause oder sonst was. Immerhin haben wir einen Waffenvorteil, was bei Sunjian ja auch nicht hatten. Wir hatten sogar einen Waffennachteil und deswegen war ich gezwungen, diesen beschissenen Fächer zu nehmen. Fächer ist langsam, macht keinen Schaden, hat keine guten Moves. Also der Fächer ist eigentlich die schlechteste Waffe. Ich habe sogar lieber das Pew Geil, was hier weniger Schaden macht, aber da hast du wenigstens noch schöne Moves hier mit dem Wirbelangriff und alles. Also der Pew Geil ist echt besser als der Fächer. Oder soll ich jetzt immer Pugil sagen? Ja, das ist jetzt nicht so mein Stil. Pew Geil Sticks! Das trifft sehr. Gut, habt ihr was zu lachen gehabt? Ne, das ärgert mich. verzeiht's mir. Macht ja nichts, schneid euch das ja auch raus, aber ansonsten wäre der Party auch da viel zu lang. Immerhin bekommt ihr hier in diesem Part, in diesem Fail-Part, spezielle Infos zu Ganji, die ihr niemals von irgendwem anders erfahren werdet. Niemals. Ich verwette mein ganzes Hab und Gut drauf und meinen Account, dass niemand internationales, egal ob es englischer Let's Play ist oder wer auch immer, diesen Mythos weiß mit Ganji. Kein Let's Player wird es wissen, was es damit auf sich hat mit Yuji und Ganji. Dass
das eigentlich der gleiche ist, dass das der Yuji ist. Halt. Als Rachegeist wieder aufgestanden. Er ist so creepy und mystisch und. Ah, das ist einfach nur geil. Deswegen mag ich Dynasty Warriors. Ne, nicht nur deswegen. Haha. Aber das macht es ganz geil. Ja, sowas bietet dann auch für schafft auch ordentlich Abwechslung da mal rein, ne? Wenn man mal sowas Mysteriöses mal hat als Schlacht. Hat doch auch was, oder? Nee, bei Ganji möchte ich nicht sterben. Das ist ein Lappen. Also, mag was unser verfluchter Mama. Ich sag trotzdem, es ist ein Lappen. Und dabei bleibe ich auch. Komm her. Komm her, Alter. Wie ist jetzt die geballte Kraft meines Musus zu spüren bekommen? Komm her, komm her. Wo ist denn der andere? Der ist nicht auch nervig hier. So, der ist weg. Tschüss, Tikowski. So. Und, oh. Chill. Ich hab Schiss. Ne, ich will da kein Musu mehr und ich weiß, wo das enden kann. Ich weiß, wo das enden kann. Ach kommt, Leute, verarscht mich doch nicht. Gebt mir doch wenigstens mal ein bisschen was zum Heilen. Ne, ich will da jetzt nicht hin ohne Musu. Ne, ne. Ne, 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 ne. Genau da ist das, was ich gebraucht habe. Ein bisschen Leben, das muss sein. Oh, nur 50. Seriously. Seriously. Moment mal, Fächer-Time. Bonus-Time. Wir haben ja hier Waffenvorteil gar nicht gesehen und so. Weißt du, Gian hatten wir ja noch nicht mal einen Waffenvorteil, Mann. Alter, das wär's gewesen, ey. Nee, ich fühle mich hier sehr unwohl. Ich möchte zu meinen Friends zurückkehren. Show you. Show you. Sun Quan. Meine Stärke genügt wohl nicht, um zu siegen. Jetzt kratzt er auch noch ab, war. Da haben wir auch verloren. Ja, so ein Fail, der fehlt mir jetzt auch noch. Der failt mir auch noch, ne? Mann. Nervig. Ich weiß, wie ich den ownen kann, den Ganji. Tick Tick! Fächer in your face! Jetzt schwebt er da so drin, ne? Komm her. Ach komm, da ist viel zu viel los, ey. Viel zu viel Zeug. Immerhin habe ich jetzt meinen Musu wieder. Oh Gott. Oh mein Holy shit. Sau schwer wieder, mal. Ah, das ist aber eine knackige Schlacht. Liegt wahrscheinlich wirklich nur an das hier. Oh. Mit Taishi Si wäre ich hier ganz souverän durchgekommen. Ganz klar. Taishi Si kannst du ja nicht mit Dashi auch vergleichen. Alter, ist jetzt mal down. Ist doch nur Ganji. Was? Der lässt dich zurück? Besiegen sie alle Schattenduplikat von Ganji. Haben wir gemacht. Zauber ist gebrochen. Damit haben wir nicht gewonnen. Der lebt immer noch! Alter! Kann er nicht mal jetzt ein bisschen abkratzen und gehen oder so? Mann, Ganji ist außerhalb der Feste aufgetaucht. Na, super geil. Das freut mich ja richtig. Not. Alter, sind alles nur Duplikate gewesen. Oh, jetzt hier noch die Assis. Die fehlen mir auch noch. Noch mehr Schattensoldaten. Natürlich. Wann kommt mal der Richtige? Oh, jetzt ist das Tor auch noch zu. Wollt ihr mich eigentlich richtig zum Narren halten, oder was? Ich werde jetzt hier... Oh, da ist es. Ihr habt Probleme, der hat Probleme, der hat Probleme. Ihr habt doch alle Probleme. Willst Probleme? Ich mach die Probleme. Ah, oh ja, rote Energie. Natürlich. Obwohl ich hier abgehe und Jubel habe, natürlich. Ist doch scheiße, gebt mir doch wenigstens mal ein Fleischbällchen, aber nein, ich kassiere nur, das kommt nichts wieder nach, ne, das ist so typisch. Mann, und der Schaden, der wird auch nicht gemacht. Dachio, was ist denn los? Was ist da los mit der Weimar? Ja, folgen Sie, besiegen Sie Ganji, wie denn, wenn das Tor zu ist, wie denn? Ich kann mich noch nicht durch Walls glitschen, ne, ne. Kann Ganji vielleicht mit seinen dunklen Zaubern oder was so. Der Eingang des hinteren Korridors ist offen. Das lese ich gerne. Das lese ich wirklich sehr gerne. Oh, da hat Jubel mal was gebracht. Haben wir uns ein bisschen geheilt. Aber wirklich nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Na, was haben wir hier wieder Schönes? Oh, noch ein Ganji. Hey, Ganji, was ist denn los? Lang nicht gesehen, Alter. Was ist das? Alter. Ja, der hat die Waffe von Sushi. Schon gesagt? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Die Karten. Jetzt weiß ich, was da los war, Alter. Ich muss Musu zu machen. Alter, sind die ganzen scheiß Zauberer. Die Zauberer waren schon immer die stärksten Einheiten. Frieren einen ein, machen übel Schaden und so.
Ich will doch jetzt hier nicht schon wieder abkratzen. Das beschmutzt meine Ehre hier. Ich bin doch kein Lappen. Sonst will ich nicht den Chaos Mode spielen, ne? Alter. Was zum Heilen? Nö, gibt's nicht. Es gibt hier nichts zum... Leute. Fuck. Ich hoffe auf mein Jubel. Jubel. Komm schon. Füll doch mal das Leben auf. Ja, oh, Hintereingang von Burg Lu Yang ist offen. Ja, aber jetzt bitte ohne Zauberer. Ansonsten habe ich verkackt. Wenn jetzt Zauberer kommen, dann bin ich tot. Darf ich wieder alles wieder mal von vorne machen. Wenn keine Zauberer kommen, dann sieht's gut aus. Oh, jetzt sieht's sowieso gut aus, weil wir hier mal schön Leben gekriegt. Und wieder drei Ganjis, ne? Natürlich. Ne, nur einer. Das muss der echte sein. Natürlich dachte ich auch voll wütend auf ihn. Immerhin. Hätte er fast uns ihren Mann umgebracht, ne? Natürlich hat er das damals immer gemacht in der anderen Dice Warriors. Das ist ja auch nur so ein What-If-Szenario hier, kann man sagen. Denn das fand eigentlich nie statt. Aber zum Glück nicht mehr. Oh! Du machst mich fertig! Der macht mich echt fertig, der Typ. Wegen dem kann ich nicht mehr ruhig schlafen gehen. Alter, noch nie wurde ich so gefordert in Dice Warriors. Das ist das Debüt hier. So viele harte Kämpfe hatte ich echt schon lange nicht mehr. Na gut, ich habe mich Lubu nicht gestellt bei Ulaoto. Oh. Alter! Was geht mir ab? Die Dachiao, die ist schuld. Die ist einfach nur zu schlecht. Guckt euch das doch mal an. Ich werde hier einmal von so einem normalen, wachhabenden Offizier getroffen und verliere mit Kals Herz und Abwehrboost direkt die Hälfte meines Lebens fast? Ne, habe ich sogar. Ey, verarscht mich doch nicht hier. Aber jetzt, ist es vorbei. Dass ich das doch erleben darf, Freunde. Echt mega krass. Boah. Sau schwer. You would go so far just to keep your little conqueror alive? Such power will only spread further conflict, eventually sundering the very... Silence! Enough of your mad ravings. We need my brother. You arrogant fools, content to spread further chaos. What? Another trick? Maybe. But the evil presence I sensed from him has dissipated. I see. So his very existence was a curse. And now that he is gone, Sun Tzu is likely saved. Come, everyone. Let us return to him. Sorry, Dachiao. I guess I scared you. You really did! I'm just glad you're okay. Brother, now you can lead us into battle once more. I don't think so. I'm still too weak. And didn't I already give my speech about handing things over to you? But brother! Sorry. Let me get some more sleep. Zhou Yu, take care of Chuan for me. Looks like we have no choice. So, so ist gerettet, aber er will lieber chillen und überlässt das Schicksal von Wu doch Sun Quan. Oh, kann es gar nicht fassen. Aber habt ihr es gehört? Ich zitiere Tai Chi Si. Seine ganze Existenz, also von Ganji, war nur ein Fluch. Das belegt doch mal wieder das, was auf Wikipedia steht. Das belegt es doch, dass es Yu Yis Rachegeist ist, der Ganji. Yu Yi ist schon tot gewesen. Und jetzt
da der so komisch nur verpufft ist, ist auch der Rachegeist nur verpufft. Und der Rachegeist gibt's nicht mehr, so wie auch die böse Präsenz, die schlummerte ja in diesen Kessel und eben auch zerstört. Und somit war es Sunze geheilt. Also, das ist schon echt ziemlich krass. Und tiefgründig das Ganze, aber ich hab's verstanden, ich bin dahinter gekommen und ihr hoffentlich auch. So wie dazu, ja, ein Fail-Part. Ach, ich komme nicht drüber weg. Im nächsten Part werden wir dann die große Schlacht von Chibi machen. Das wird wieder geil. Das wird richtig, richtig, richtig super. Aber das haben wir ja schon mal gemacht. Eigentlich ist ja nichts anders. Ja, stimmt, das wird nicht anders. Na gut, machen wir es trotzdem nochmal. Also wird jetzt nicht vieles anders sein. Das hatten wir ja schon im Schuh-Szenario. Das ganze Wind herbeirufen oder ein Zauzaus flotte Brand setzen und da ein bisschen aufräumen. Viele Änderungen gibt's hier nicht, denke ich mal. Aber trotzdem, nochmal die Schlacht von Chibi im nächsten Part. Also Freunde, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat, ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei der Schlacht von Chibi. Und ja, danke fürs Anschauen, macht's gut und haut rein.